Hallo liebe Mercedes C-Klasse Fans vom Typ 204 oder 205. Wir haben bereits einen Teil produziert, wo wir das komplette Frontlautsprechersystem ausgetauscht haben. Und jetzt geht's darum, dieses Lautsprechersystem richtig mit Power zu versorgen, um nicht nur mit der wenigen Leistung vom Autoradio zurechtkommen zu müssen. Für alle, die den Teil 1 bereits angeguckt haben, die wissen ja schon so ungefähr, wie es in der C-Klasse vorne so drinnen ausschaut, was man da machen muss, um den Teppich rauszukriegen. Wir werden euch jetzt zeigen, wie man die Mittelkonsole auseinanderbaut, um den Sound abzugreifen am Autoradio. Wir werden von der Batterie ein Kabel in den Innenraum reinlegen, um die Stromversorgung für die Endstufe zu gewährleisten. Ich zeige euch natürlich, wie man die Endstufe und wo man sie installiert, wie man sie einstellt und welche Kabel ihr dazu benötigt. Da haben wir für euch auch ein richtiges Paket schon zusammengepackt, damit ihr gar nichts mehr großartig zusammenstellen müsst, sondern wir haben im Videobeschreibungstext unten einen Link zu einem bereits vorgefertigten Warenkorb, wo alle die verwendeten Artikel integriert sind, dass ihr das so am Stück direkt kaufen könnt. Wer jetzt noch auf einen Soundcheck wartet vor Beginn des Umbaus, der schaut jetzt Teil 1 an, und zwar am Ende, wo wir das ganze Lautsprechersystem bereits umgebaut haben. Da haben wir bereits festgestellt, wie es jetzt klingt mit dem besseren Lautsprechersystem, und natürlich haben wir am Ende dieses Videos einen weiteren Soundcheck, wo wir dann den Sound mit der Endstufe natürlich vergleichen zu dem Sound ohne Endstufe. Der erste Teil von unserer Mercedes C-Klasse-Serie handelt ja davon, einfach mal die Originallautsprecher komplett auszutauschen in bessere, und hat beabsichtigt, das Ganze dann mit dem Autoradio zu betreiben. Wir haben dazu extra weitere Filter eingebaut, das haben wir ja alles in Teil 1 schon erklärt. Wenn wir aber jetzt eine Endstufe mit reinbauen, dann müssen wir die Filter rausmachen, weil das managen wir jetzt alles über die Endstufe. Also das heißt, die Filter, die wir hier installiert haben, bereits in der Türe, die machen wir wieder raus und gehen dann fort an das Installieren der Endstufe. So, hier können wir jetzt das aufschneiden und machen wir das hier schön weg. Und dann nehmen wir jetzt die Frequenzweiche weg, die nur den Ein- und den Ausgang hat. So, vorsichtig. Dann können wir alles andere so lassen, wie es ist. Abstecken. Und damit haben wir jetzt hier unseren neuen Eingang, so wie man eigentlich gerade eben hatten, nur ohne diesen Hochpassfilter für das Lautsprechersystem, wenn man es direkt am Radio betreibt. Die von uns installierte Subwooferweiche, die muss jetzt auch wieder raus. Die stecken wir hier ab, machen das Teil so weit weg, dass wir das Ganze hier lösen können. Und den Stecker zum linken, also zur Subwoofer-Seite, Fahrerseite, den lassen wir hier, weil den legen wir nicht nochmal neu rein. Da brauchen wir ja den Teppich nicht nochmal neu rausmachen. Dann nehmen wir dieses Stückchen hier und schneiden es ab und machen einen Quetschverbinder drauf. Unser Subwoofer-Steckerkabel legen wir euch natürlich mit dazu. Das wird jetzt neu verkabelt und endet gleich an der Endstufe. So Leute, jetzt habe ich gerade die Plastikplatte hier nochmal reingemacht, um zu zeigen, was eigentlich jetzt davor ist. Die haben wir ja schon bereits rausgebaut gehabt und haben tatsächlich genau hier hinten drin Platz, um unsere Endstufe hier zu installieren. Und zwar wunderbar. So, so schaut es dann fertig aus. Dieser Platz hier vorne, der ist leider nicht bei jedem Modell so verfügbar. Es gibt Fahrzeuge, die haben hier tatsächlich irgendwie eine Batterie stehen oder andere Equipment-Sachen, wo dann tatsächlich kein Platz ist, die Endstufe hier zu installieren. Wir haben den Platz. Ich denke, es sind auch ziemlich viele Fahrzeuge, die den Platz zur Verfügung stellen. Aber alle, die hier was drin haben, die können die Endstufe natürlich genauso mit dem gleichen Kabelmaterial, was wir zusammen im Set anbieten, bis hinter hier verlegen, in den Kofferraum rein. Und da zeige ich euch mal, wo Platz ist, um die Endstufe anstatt hier hinten zu installieren.
Das neue Stromkabel und auch unser Signalkabel, was wir jetzt gleich noch an die Endstufe hier vorne legen, würde dann in dem Fall, wenn wir die Endstufe hinten installieren, wir haben ja den Sitz eh schon rausgeschraubt, man kommt da recht gut hin, um das Stromkabel hier am Schweller weiterzuführen und das Signalkabel von der Seite kommen zu lassen, um es jetzt hier hinten unterm Rücksitz, den können wir ganz entspannt rausnehmen. Seht ihr schon, wie leicht es geht? Ist nur gesteckt. Und jetzt können wir auch die Verkleidung hier wegmachen, genauso wie vorne, wegklippen. Da gehört also wirklich nichts dazu. Und dann können wir hier das Kabel hinterlegen. Und zwar jetzt unterm Sitz durch. Dazu fahren wir die Rücksitzbank mal nach unten und können jetzt quasi hier durchlangen und sind schon hier. Und genau hier unten drunter zeige ich euch jetzt einen Trick. So, weil hier machen wir schnell mal die zwei Schrauben hier raus. Eine links, eine rechts. Und jetzt können wir die Platte hier mal rausnehmen. Und jetzt siehe da, wir können jetzt die da hier auch wegnehmen. Und haben genau den Platz für unsere Endstufe. Die findet genau hier ihren Platz. Um die zu fixieren, können wir natürlich auch nur einen Streifen Bitumenband reinmachen oder zwei. Und dann fällt da nichts hin und her und alles ist fest. Für die Installation hier hinten empfiehlt sich natürlich auch, die Masse direkt hier hinten abzugreifen. Da haben wir hier super Masse Schrauben, wo wir direkt auf die Karosserie gehen und die Masse hier befestigen. Die brauchen wir nicht extra von vorne ziehen. Für die Installation vorne am Beifahrerfußraum haben wir einen eigenen Massepunkt, wo wir das Kabel dort anschließen können. Um das Stromkabel ordentlich in den Fahrzeuginnenraum zu legen, müssen wir die Batterie ausbauen. Ist aber jetzt kein Hexenwerk. Wir machen das Plus mal auch noch zusätzlich weg. Hier unten drin verbirgt sich die Schraube, die die Batterie festhält. So, das Teil muss einfach ganz raus, das hält nämlich die Batterie. Oh, leck! Das ist die Muffe, wo wir jetzt ran müssen. Und da sind zwei solche runde Kringels schon drin. Und die sind auch relativ dünn. Kann man mit dem Schraubenzieher so durchstecken. Und jetzt können wir mit dem Durchzugsband unser Stromkabel durchziehen hier. So, machen wir da ein Kreuz rein und fertig. Das Durchzugsband müsste jetzt relativ easy hier bis in den Innenraum reingehen. Jetzt holen wir das Ganze von innen auch wieder ab. Und da haben wir unser Durchzugsband. Das können wir gleich mal hierher ziehen. So, und jetzt machen wir von außen wieder das Kabel fest. Jetzt ist in unserem Kabelkit natürlich ein 5 Meter Stromkabel drin, um von der Batterieklemme auch im Notfall bis zum Kofferraum hinter zum Fahren. Wir in unserem Fall können natürlich jetzt auch das ein bisschen kürzer machen, da brauchen wir gar nicht so viel durchziehen. Da nehmen wir so 1,5, machen wir 2 Meter und machen das entsprechend gleich kürzer, weil unsere Endstufe direkt im Fußraum ist. Dann machen wir das Kabel an unserem Durchzugsband fest. So, das reicht. Dann machen wir noch gut Silikonspray dran, um das Ganze schön flutschen zu lassen. So, und jetzt schieben wir das Ganze durch. Aber sind wir schon sowas von durch. So einfach bei dem Fahrzeug. Jetzt machen wir hier noch einen Sicherungshalter rein, damit das natürlich auch geschützt ist, das Kabel. Und dann können wir rein theoretisch auch schon wieder alles zusammenbauen. Wie man einen Sicherungshalter zusammenbaut, habe ich euch schon zigmal gezeigt. Das machen wir jetzt nur noch nebenbei mal schnell rein und zeigen es euch dann, wenn es fertig ist. Um das Stromkabel schön einzupacken, damit es gut ausschaut und nicht so rot rausleuchtet, gibt es einen Gewebeschlauch. Da lege ich euch noch in diesen besagten Warenkorb auch noch 2 Meter mit rein, damit ihr das so nachmachen könnt. Voilà. So, Stromversorgung plus technisch wieder drauf. Und hier können wir problemlos unser Stromkabel draufklemmen. Unsere Sicherung ist also jetzt hiermit angebracht, bekommt hier super dran
und wir können jetzt praktisch im Fahrzeug weitermachen und ganz zum Schluss noch das Minus wieder dran klemmen, wenn wir mit der Installation fertig sind. Ansonsten sind wir hier vorne bereits fertig. Schaut mal Leute, so leicht macht's uns Mercedes. Hier haben wir direkt unseren Massepunkt, wo wir unser Stromkabel mit drauf machen. Und da haben wir unser Stromkabel, was von oben kam. Also stromtechnisch sind wir jetzt schon komplett. Machen wir bloß noch das Kabel hier drauf mit der vorgefertigten Ringöse bereits. So, das war's. Stromversorgung fertig. Und jetzt müssen wir uns nur noch um die Lautsprecherabgriffe vom Autoradio kümmern. Und dazu müssen wir jetzt die Mittelkonsole auseinanderbauen. Aber alles halb so wild. Ich empfehle euch, ein paar Tücher herzurichten, weil es ist halt doch relativ empfindlich. Dann fangen wir aber mal an. Hier drinnen müssen wir dieses Kunststoffteil rechts und links so ein bisschen entriegeln. Schau, zack, zack, wie so geklippt ist das schon wieder. Und da können wir jetzt an der Seite reinfahren und das Ganze hier rauslupfen. Und die Krallen hier von dem Verriegler auf die Seite tun. So, und schon haben wir es in der Hand. Weil da gehen die zwei Krallen durch, die das Ganze hier festhalten. So, das war's. Alles nur gesteckt. Alles nur geklaut. Ejo. Und hier drinnen kommen jetzt zwei Torx-Schrauben raus. 20er Torx, die lösen wir. Und jetzt ein kleiner Ruck und dann haben wir das ganze Ding schon gelöst und können es nach unten ein bisschen rausziehen. Ganghebel nach hinten. Beim Automatik schaut es vielleicht ein bisschen anders aus, aber im Prinzip das Gleiche. Und jetzt können wir auch diese Schaltkulissenverkleidung ein bisschen aushängen. Und dann können wir das ganze Ding auch drehen. So, gehen wir so rüber. So, weil da unten sind noch Kabel dran. Ihr könnt es eigentlich auch dran lassen. Oder wenn es sich besser verstauen lässt, können wir es natürlich auch wegmachen. Jetzt kommt nur noch die Verkleidung und die holen wir unten raus und ziehen sie oben weg. Das war's schon. Und das können wir natürlich auch abstecken und können wir es mal auf Seite legen. Tata, hier ist unser Autoradio. Also das ist in dem Fall nur eine Blackbox. Und das müssen wir lösen, indem wir die zwei Schrauben hier oben aufmachen. Dann kommt das Ganze so als Entriegelungshebel hier raus. Also die Schraube nicht ganz wegmachen, sondern einfach nur lösen. So, und jetzt können wir die zwei Hebel nach unten drücken. Und dann kommt die ganze Einheit hier raus. So, drehen wir die ganze Einheit mal rum. Passt auf, dass er nichts verkratzt, aber alles gut so. Und da ist jetzt unser Quadlock-Stecker, den kann man hier entriegeln. So, diese Nase hier eindrücken und rausziehen. So, und genau auf diesen Anschluss haben wir für euch jetzt den passenden Adapter, damit hier überhaupt gar nichts mehr geschnitten oder gezwickt, gequetscht werden muss. Alles fix und fertig soweit. Dass gar nichts mehr gezwickt und gequetscht werden muss, war nicht ganz richtig, weil ich will euch ja da schon noch ein bisschen herausfordern. Weil wir haben jetzt ja für die Montage unterm Armaturenbrett, also unterm Handschuhfach oder im Kofferraum, haben wir natürlich einen Kabellängenunterschied. Ich habe euch diesen Stecker jetzt so weit vorbereitet, dass ihr den ins Autoradio reinstecken könnt und hier wieder den alten Stecker, der gerade im Autoradio war. Das heißt, die Originalkabel werden wir überhaupt gar nicht anrühren, sondern das dazwischen stecken. Und da haben wir jetzt unser entsprechendes Signal- und Lautsprecherkabel, das bis zur Endstufe geht. Ich zeige euch gleich, wie man das genau macht, aber dieses könnt ihr natürlich entsprechend ablängen, wenn ihr sagt, okay, ich habe das alles vorne unterm Handschuhfach, dann langt mir vielleicht die Länge an Kabel, dann schneidet das hier durch und macht dann alles andere mit den Quetschverbindern und Aderenthülsen, das wir euch ja in dieses Set mit dazulegen. Also euch fehlt nichts, was ihr braucht zur Installation. Und wir haben auch in dem Set ein 10 Meter Lautsprecherkabel für einen Subwoofer, also 2 mal 5 Meter, für einmal den Subwoofer rechts, Subwoofer links. Das könnt ihr dann auch entsprechend konfektionieren und auf Länge schneiden, so wie es ihr braucht. Genauso wie dieses Kabel eben vom Autoradio bis unter dem Handschuhfach oder bis in den Kofferraum. Es langt euch auf jeden Fall immer. Für alle, die die Passivvariante vorher schon verbaut hatten, also wo der Subwoofer unten diese Frequenzweiche drin hatte und wir auch bereits ein Kabel davon hergenommen gehabt haben, wer sowas gar nicht hat, sondern gleich von vornherein die ganze Anlage mit Endstufe einbaut, dem legen wir natürlich auch gleich in den Lieferumfang von diesem Kit 2 solche Subwoofer-Stecker mit ein, damit ihr das natürlich auch anstecken könnt.
fangen wir an, unser Kabel hier für den Abgriff am Autoradio einzuziehen. Nehmen wir es halt mal. Also ich nehme jetzt mal das ganze Kabel, selbst wenn ich jetzt schon weiß, dass wir gar nicht so viel brauchen. Aber ich kann das hier ganz entspannt durchziehen. Und jetzt können wir das Ganze wieder zusammenstecken. Also der vom Fahrzeug, der gerade eben im Autoradio noch drin war, den stecken wir hier ein, machen den zu. So, verriegelt. Und den neuen Stecker, den stecken wir wieder am Autoradio ein. Aufmachen. Also es funktioniert nur nach Schema F. So, auf. Einstecken und wieder zumachen und verriegeln. So, und jetzt können wir noch einen Platz finden für diesen neu quasi vorhandenen Stecker. Den können wir aber ganz easy da unten reinmachen. Da haben wir eigentlich genügend Platz. Dann bauen wir die Mittelkonsole gleich wieder zusammen. So, Steckerchen, Steckerchen. Die Kabel hier an der Seite verstauen, nach innen rein wieder. Und das Ganze hier oben einhängen. So, und dann ist das Ding schon drin. Und jetzt können wir die wieder reinmachen. Die große Kunst ist, das ganz vor hier reinzubringen, in die Fuge. Quasi. Und schau, passt schon, alles dran. Alles gut. Und das müssen wir wieder einhängen, die Schaltkulissenverkleidung. Klick, klack, kluck. So. Das war es nur fast, weil jetzt müssen wir das Ding auch wieder reinmachen. Das ist aber noch leichter beim Reinmachen. Nämlich nur reindrücken. Das war's. Jetzt haben wir unser Signal- und Lautsprecherkabel hier und natürlich jetzt hier ziemlich lang, weil man könnte es ja unter anderem bis nach hinten ziehen. Wir machen es entsprechend kürzer, weil unsere Endstufe kommt ja hierher. Also dann machen wir das Kabel hier mal so nach gut dünken, mal so lang. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Kabel, um alles richtig anzuschließen. Jetzt können wir es hier hinten schön durchführen. Passt hier auf! Diese Mercedes-Blechteile hier, die sind so schlecht entgratet. Also ich bin das nicht gewohnt von solchen Fahrzeugen. Ich habe mich gerade voll aufgerissen da dran. Also hier an diesem Blechteil echt aufpassen. Dann können wir natürlich das Kabel weiter verlegen. So. Und jetzt quetschen wir ein bisschen. Die Kabel hier brauchen wir in dem Fall gar nicht. Können wir alles mit wegmachen. Das ist auf der einen Seite und hier brauchen wir natürlich die Gegenstücke dazu. Wir machen jetzt von Kanal 1, also dieses rote Kabel, das ist Pluskabel mit dem grau, mit dem schwarzen markierten. Mit dem schwarzen hier, mit dem grauen ohne Markierung. Dann haben wir das weiße hier ist Plus, also gehört es auf das hier drauf, wo die Markierung mit drauf ist, also weiß mit schwarz. Und der übrige graue, der ist jetzt auf diesem weißen Kabel drauf und damit haben wir das Signal für unsere Endstufe bereits hier drauf und fix und fertig angeschlossen, brauchen wir jetzt an der Endstufe nur noch anstecken. Die Kabel sind nachher die Kabel, die zu unserem Frontlautsprechersystem in der Türe verbunden sind. Und wir brauchen jetzt hier nur noch Ader-Endhülsen, damit es schick ist. Alle Quetscher und alle Ader-Endhülsen liegen im Set mit dabei.
Nächster Step erledigt und jetzt kommt unsere Subwoofer-Verkabelung hier unten drinne. Dazu haben wir unser Lautsprecherkabel ja noch, auch in diesem Kabelset mit drin. Und da brauchen wir wirklich leider ganz wenig. Den Rest könnt ihr vielleicht für was anderes brauchen. Aber wir haben es euch ja alles so vorkonfektioniert, dass es für alle Varianten reicht. Und wir brauchen hier von der Endstufe nur noch auf einmal das Kabel gehen und einmal das andere, das wir jetzt gleich umstecken. Dass wir hier an dem Subwoofer direkt anstecken und auf der Fahrerseite ja bereits schon drin ist und wir hier haben. Also das ist unser Lautsprecherkabel für links Subwoofer und das für rechts. Und hier machen wir auch noch so Gegenstücke drauf zum Quetschen. So, das machen wir entsprechend kürzer. Das nehmen wir einfach bloß von da nach da und nach da, dann langt es uns. So, das machen wir hier nur so einen Meter lang. Den Rest tun wir weg. Auf der Seite habe ich die Anschlüsse für die Seite der Endstufe bereits mit den Ader-Endhülsen verbunden. Und jetzt machen wir nur noch eine Verbindung hier drauf. Auch so eine Quetschzange findet ihr übrigens bei uns im Webshop. Wer sowas noch nicht daheim hat, der kann das ja rein theoretisch auch gleich mitbestellen. So, jetzt haben wir an dem Kabel noch eine Quetschung dran. So, hier haben wir Woofer links, Woofer rechts. Und jetzt brauchen wir noch das Lautsprecherkabel. Das zwicke ich jetzt nochmal alles ab. Das ist die Mama. Damit sind die Woofer schon mal verpolungssicher. Aber man könnte es natürlich auch andersrum machen, indem man die gleichen immer verwendet. Dann kann man auch mal ausprobieren, ob es andersrum besser klingen würde, was man sich jetzt in dem Fall schwerer tut. Aber es ist zumindest verpolungssicher. An der Endstufe schließen wir auf Kanal 3 den rechten Subwoofer an. Also das ist jetzt der hier rauskommt. Den können wir gleich verbinden miteinander. Und der andere ist der linke Subwoofer. Jetzt haben wir hier schon die ganzen Anschlüsse vom Subwoofer. Wir haben hier die ganzen Anschlüsse vom Frontsystem rechts links, also Hoch-Mitteltonsystem, und hier ist jetzt unser Anschluss für den High-Low-Eingang von der Endstufe. Plus und Minus anschließen an der Endstufe, dann sind wir durch. Hier haben wir unsere Anschlussterminals, die wir jetzt zum Bestücken natürlich auch erstmal abziehen können. Da ist unser Strom, vordere Lautsprecher und Subwoofer drauf. Machen wir das einmal, fangen wir mit dem Strom an. Hier hätten wir in der Mitte noch einen Anschluss für unsere Remote-Leitung, hätten wir ein anderes Radio. Aber unsere Endstufe schaltet automatisch an, die erkennt, dass hier ein Musiksignal drauf ist. Also wir brauchen uns um eine Remote-Leitung nicht kümmern. Auf Kanal 1 kommt plus, minus, Kanal 1 und Kanal 2. Kanal 1 ist vorne rechts und vorne rechts ist lila. Das heißt, wir fangen jetzt hier an mit plus. Und plus ist der mit dem markierten, mit der schwarzen Linie hier drauf, das ist der hier. Und den übrigen grünen, das ist Kanal 2 mit plus auf den hier drauf. Plus ist der grüne mit dem markierten Streifen. Jetzt haben wir ja eigentlich alles dran. Nehmen wir die Stromversorgung noch. Die können wir auch da dran packen. Und jetzt haben wir folgendes. Den können wir jetzt auch hier dran machen. Das ist Kanal 1 und 2. So, und jetzt. So schaut das Ganze jetzt aus. Hier haben wir unseren High-Low-Input von Kanal 1 und 2. Bitte so anstecken.
Dann haben wir den ersten Terminal für Kanal 1 und 2. Fangen wir an mit lila-schwarz, lila, grün-schwarz, grün. Und hier ist eben auf Kanal 3 der erste Subwoofer rechts und Kanal 4 Subwoofer links. Bitte achtet immer darauf, dass ihr Plus und Minus richtig rum anschließt. Wir müssen, weil wir diesen High-Input verwenden und nur auf Kanal 1 und 2 und Kanal 3 und 4 das gleiche Signal bekommen soll wie Kanal 1 und 2, müssen wir den Schalter hier drücken, dass der sagt, was auf 1 und 2 reinkommt, wird auch auf 3 und 4 und auf 1 und 2 ausgegeben. Und weil wir den High Level hier als Eingang haben, müssen wir das Einschaltsignal erzeugen und da schalten wir das Ganze hier auf DC, Gleichstrom. Was im Lieferumfang dabei liegt, aber man nicht unbedingt anschließen muss, ist dieses Gain-Regler-Teil, so ein Poti, wo man jetzt zum Beispiel die Subwoofer vom Pegel her einstellen kann, und zwar ganz manuell, ohne über die Einstellung vom Autoradio zu gehen. Und wir könnten das jetzt zum Beispiel hier ins Handschuhfach mit reinmachen. Da kann man das dann im Notfall immer noch mal nachregeln, ohne dass man an die Endstufe unten dran muss. Also wir legen das jetzt einfach mal mit rein. Ist auch kein großes Ding, das Kabel hier durchzuziehen. Das geht in Windeseile. Entweder mit zwei Schräubchen oder mit einem Klebeband festmachen. Das überschüssige Kabel können wir hier unten zu einer Schlaufe zusammenbinden und mit dem Kabelbinder an die anderen Kabel dran machen. Und den Rest vom Kabel nehmen wir jetzt und fahren den da unten durch zur Endstufe und stecken den hier an. Um die Endstufe richtig einzustellen, müssen wir den Deckel hier entfernen. Darunter sind nämlich die entsprechenden Gain-Regler und die Filter, die wir nur einstellen, damit unsere Lautsprecher wirklich optimal eingestellt sind und natürlich den besten Sound bringen. Hier ist Kanal 1 und 2, also unser Mittelhochtonsystem. Da machen wir mal den Pegel. Linksanschlag ist er bereits. Wir machen die Filter on, also das heißt, wir klicken den Filter ein, also jetzt ist er an. Und die Range ist in dem Fall die normale mal 1, das heißt, wir lassen den nicht gedrückt, also so wäre er gedrückt und so nicht. Und hier stellen wir die Frequenz ein und die wäre jetzt von 15 bis 300 Hertz, wenn wir auf diesem X1, also mal 1 bleiben. Wir möchten aber das Lautsprechersystem irgendwo bei 300 Hertz tatsächlich oben abtrennen. Also 300, vielleicht ein bisschen weniger. Jetzt sind wir so bei 250 und können damit mal Probe hören. Und das gleiche für den linken Bereich, also hier Subwoofer, können wir jetzt auch erstmal den Gain ganz runterdrehen. Dann wollen wir den Filter als High Pass einschalten und zwar ja. High Pass deswegen, weil es ein Subsonic-Filter sein kann mit 15 Hertz. Damit die 20 cm Lautsprecher nicht unnötig Hub machen, können wir jetzt sagen, wir fahren hier mal auf gefühlt 20 Hertz. Wir können uns das ja dann mal nur anhören. Und wir wollen einen Low Pass Filter zusätzlich haben, der bis ca. 250 Hertz, also ähnlich wie bei dem High Pass Filter hier, machen wir den Low Pass Filter praktisch als Gegenpart. Und den lassen wir auch so bei 250 Hertz mal laufen und hören uns das Ganze mal an und packen die Levels erst nach oben und drehen die auf, wenn wir sehen, dass wir am Autoradio nur genug Luft haben, um hier noch mehr Pegel zu geben. Den Rest können wir nämlich jetzt alles über unseren Pegelregler regeln und entsprechend hier, von hier aus einstellen, wie stark die Intensität des Subwoofers ist oder der Subwoofer. Jetzt mache ich die Platte für mich wieder zu. Ich habe es cool eingestellt und dann machen wir zusammen einen Soundcheck. Damit das nicht nur irgendwann zum Klappern anfängt, machen wir vor das Gitter nur einen Rest von unserem Biplast. So, weil da kann das Kabel jetzt dann dagegen und da passiert nichts. So. Die Endstufe können wir natürlich mit Bitumenband unten an der Linie befestigen, damit die ein bisschen Halt bekommt, wobei die ja sowieso nirgendwo hin kann. So. So, und jetzt können wir den hier drauf machen, überall einhängen und hier hinten festmachen und dann passt alles. Lässig. Ah, krasser Scheiß. Ja,
ein bisschen was einstellen und schon haben wir hier einen Mega-Sound. Also jetzt hören wir mal rein, was hier so geht. Und mein erster Eindruck, ich glaube, der trügt mich nicht, das geht brutal jetzt. Also jetzt hören wir uns einfach mal so ein paar Dinger hier an, was wir sonst denn so bieten können, ja? Also ist schon, das ist krass. Die Bässe, das ist jetzt nicht wie vorher. Also selbst mit dem neuen Lautsprechersystem, wo wir vorhin schon eingebaut gehabt haben, war der Bass ja schon viel besser wie der Originale. Also das weiß ich ja noch. Aber jetzt mit der Endstufe, das Ding macht bam, bam, bam. Das knallt richtig rein. Auch die Bässe von der Tiefe her, die drücken so richtig schön von unten raus. Das ist ja nicht mal mehr ansatzweise im Vergleich zu dem, was wir nur mit den Lautsprechern erreicht haben. Obwohl da der Unterschied zum Originalsystem ja auch schon riesengroß war. Also jetzt hören wir uns noch ein bisschen Hoch- und Mittelton und so weiter an und die Pegel. Aber ich glaube, das ist echt mega. Schauen wir mal noch bei den Einstellungen, weil bei den Einstellungen ist mir aufgefallen, es ist nicht unbedingt positiv, die hinteren Lautsprecher laut mitlaufen zu lassen. Jetzt mit der Endstufe haben wir eh viel mehr Leistung auf dem Frontsystem drauf. Jetzt fallen die Hecklautsprecher eh schon nicht so mehr arg ins Gewicht. Also das heißt, das können wir eigentlich jetzt aktuell vergessen. Aber beim Equalizer können wir natürlich jetzt hier, ich habe jetzt hier alles auf 0. Bis auf den Bass, den habe ich jetzt noch auf 4, den kann man eigentlich auf 0 runterdrehen. Und ich habe alles linear. Das heißt, ich kann hier wirklich richtig gut Musik hören, ohne dass ich meine Höhen, Mitten und Bässe am Autoradio noch rauf oder runter drehen muss. Man kann natürlich jetzt, jeder hat einen anderen Geschmack, natürlich noch ein bisschen reingehen und sagen, okay, ich möchte mehr Höhen oder weniger Höhen oder auch vielleicht sogar weniger Bass. Wobei den Bass können wir ja dann über unseren Regler hier mal auch Grund einstellen und echt auch wegdrehen. So, jetzt drehen wir mal den Bass rein. Aus, rein, und, da gibt's aber wirklich nichts zum Meckern. Das macht richtig Laune jetzt. Also das ist eine komplett neue Anlage. Naja, muss man zugeben, wir haben ja auch alles neu gemacht. Bis aufs Autoradio, das ist das alte. Und jetzt mit den neuen Lautsprechern und einem Verstärker, der jetzt alles unsichtbar. Man sieht ja nichts Neues oder irgendwie sowas. Und dafür finde ich das Ergebnis phänomenal geil. Wer jetzt Lust hat, aber sich noch nicht so richtig traut, wir beraten euch natürlich gerne. Ihr ruft auf unsere Telefonnummer 08331 99 0300 an. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, ob jetzt das doch das Richtige oder nicht so richtig ist, wir sind natürlich für euch da. Ihr könnt auch auf unserer Videoseite noch mehr Informationen abgreifen über dieses Soundsystem. Den Link dazu machen wir euch natürlich im Videobeschreibungstext mit zusätzlich mit rein, damit ihr das auch easy findet. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, geiler Sound in deiner geilen Karre. Euer Olli.